Willkommen zum nächsten Thema in unserer Videoreihe zu den statistischen Kenngrößen, nämlich zum Median. Wir haben in unserer Videoserie bisher das arithmetische Mittel uns angesehen und auch die Varianz und die Standardabweichung. Der Median, wie wir schon aus den vorigen Videos wissen, ist auch ein Lageparameter sowie das arithmetische Mittel und auch ein Mittelwert. Wodurch sich der Median und das arithmetische Mittel unterscheiden und wie man den Median ermittelt, das machen wir heute in diesem Video. Also wir werden uns ansehen, wie wir zunächst einmal den Median ermitteln. Wenn wir auf unser Arbeitsblatt schauen, dann finden wir im Fenster zum Median folgendes. Der Median x Tilde von n reellen Zahlen berechnen wir folgendermaßen. Und hier machen wir eine Fallunterscheidung. Wir sortieren zuerst einmal die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. Und dann treten zwei Fälle auf. Entweder ich habe eine ungerade Anzahl von Listeneinträgen oder ich habe eine gerade Anzahl. Wenn ich eine ungerade Anzahl habe, dann nehme ich den mittleren Wert in meiner geordneten Liste. Wenn ich eine gerade Anzahl habe, dann gibt es ja keine Zahl, die genau in der Mitte liegt. Da muss ich die beiden mittleren Zahlen nehmen. Das sehen wir hier rot eingezeichnet und ihren Durchschnitt berechnen. Das heißt, ich addiere diese zwei Zahlen und dividiere dann durch 2. Versuchen wir das gleich in dem Beispiel A anzuwenden. Da sollen wir den Median der gegebenen Zahlen ermitteln. Drücke kurz auf Stopp und ermittle den Median in diesen beiden Beispielen. Im Beispiel I haben wir eine ungerade Anzahl an Listeneinträgen und die 3 liegt genau in der Mitte und daraus können wir schließen, dass 3 der Median ist. Wichtig ist, die Liste muss sortiert sein, was in beiden Fällen der Fall ist. Im Beispiel 2 haben wir jetzt eine ungerade Anzahl an Listeneinträgen. Das heißt, wir müssen die zwei mittleren Werte nehmen, nämlich 2 und 7, und ihr arithmetisches Mittel bilden. Das bedeutet, ich addiere einfach 2 plus 7, dividiere durch 2 und erhalte 4,5 als Median. So, schauen wir weiter zum Beispiel B. In der Tabelle siehst du die Häufigkeit der Noten bei einer Prüfung. Ermittle den Median der erhaltenen Noten bei dieser Prüfung. Wir haben hier also einen Notenspiegel und ich habe dir schon ein bisschen geholfen, indem ich die Häufigkeiten ausgeschrieben habe. Das heißt, wir haben 4 mal die 1, 8 mal die 2, 5 mal die 3, 4 mal die 4 und 2 mal die 5. Ich habe das Ganze schon ausgeschrieben in eine geordnete Liste. Drücke jetzt wieder auf Pause und ermittle den Median der erhaltenen Noten bei dieser Prüfung. Gut, wir haben hier eine ungerade Anzahl an Listeneinträgen. Das heißt, es gibt eine Zahl, die genau in der Mitte liegt. Und bei 23 Einträgen ist es genau die Zahl 12, die in der Mitte liegt. Und ich zähle jetzt einfach von links nach rechts die 12 Listeneinträge ab und sehe, dass die 2 hier mein 12. Eintrag ist und somit auch mein Median.